Meine Herrin? Gut, du bist aus der Zelle raus. Und hast du sie? Ich hab sie. Die Eklipse sind Geschichte. Hörst du? Sie hat unsere Arbeit erledigt. Wieder mal. Und sie hat's überlebt. Hätten wir wohl nicht. Du hast an mich geglaubt, Retterin. Du hast die Wahrheit gesagt. Siehst du? Wenigstens eine, die hier auf mich hört. Ich hoffe, nie mehr unschuldig eingesperrt zu werden. Das war nicht schön. Gutes Gefühl, frei zu sein. Das glaube ich dir aufs Wort. Gut, dass ich meinen Beitrag zum Fall dieser Eklipse-Halunken leisten konnte. Gut, dass ich meinen Beitrag zum Fall dieser Eklipse-Halunken leisten konnte. Kann ich mit ihm reden? Hey, Conover, gestern jemanden umgelegt? Kleiner Scherz. Wow. Ich hab Conover geglaubt. Ja, wirklich. Größtenteils. Leck des Todes oder wo davon? Ich hab kein Leck mitbekommen. Hat das noch wer anders mitbekommen? Ich bewache lieber die Mauer als die Zellen. Hier oben riecht es besser. Retterin, willkommen. Jo, hi. Nö, nö. Reiß dich zusammen, Fremde. Ja, same, Bro. Aber. Ja, aber er rennt sich hier nirgendwo, ne? Wieder in der Bar. Endlich. Jägerin, Jägerbedarf? Er rennt es nicht hier, hätte ich jetzt erwartet. Das ist ja jetzt ein bisschen. Also, es ist wirklich strange. Muss ich ehrlich sein. Ich hätte erwartet, er rennt jetzt hier zu sehen. Ich guck nochmal unten. Beastie, ich glaube, der Leck war bei dir. Abluxa meinte auch, dass er keinen Leck mitbekommen hat. Ja, gut, schade. Retterin von Meridian. Jetzt Retterin des Schreckens. Schade, aber ist halt so. Weiter geht's. Geht's wieder hoch hinaus. Ach, ihr wisst ihr, macht mal. Das war das mit dem Eclipse hier. Ab nach unten. Das haben wir doch schon mal gemacht, oder nicht? Oder gab es hier noch was? Ist hier noch etwas, das wir noch nicht gemacht haben? Vielleicht, Beastie, vielleicht. Wenn um 6.30 Uhr dein Wecker klingelt, wäre das sinnvoll. Oh, die Viecher dürfen mich gerne mal vergessen.
Au. Alter, wie ich mich hier lang bagge, ne? Na komm schon, ich will nach oben. Bitte bewegen. Die bewegt sich gerade keinen Zentimeter. Die zappelt ein bisschen mit dem Hintern und das war's. What the heck? Please do. Oh, hier ist noch ein Datenpunkt, den wir übersehen hatten. Ramas, 30 Jahre später. Neu-Delhi, 28. Juni 2055. Eine Pressemeldung. 30 Jahre nach der Marketing-Einführung haben wir uns so an Ramas gewöhnt, dass leicht vergessen wird, welche Auswirkungen dieser revolutionäre Biotreibstoff in seinen Anfängen hatte. Trotz aller Klimakapriolen fiel es Unternehmen wie Einzelpersonen schwer, die Freiheit und wirtschaftliche Vorteile aufzugeben, die fossile Brennstoffe boten. Ramas bot eine Chance auf Stabilität. Von Autos, Maschinen und Infrastrukturen konnten bestehen bleiben, liefen jetzt aber sauber. Aus der Zeit des harten Wettbewerbs in den frühen 30er Jahren ist kaum ein Foto von Symbios-Geschäftsführerin Nikita Arand ohne Christina Sun zu finden. Neben Nikitas Geschäftssinn waren es nach allgemeiner Ansicht Christinas technische Innovation, die Synbio eine weite Wachstumswelle bescherten. Ob Christina sich neu orientieren wollte oder ob, wie gerüchteweise zu hören war, ihre Mentorin nicht bereit war, die Früchte des Unternehmenserfolgs mit ihr zu teilen. Im Jahre 36 wurde Christina Sun aus dem Synbio-Nest gestoßen. Sie landete bei Xialu Luna Incorporated und ihre Ankunft führte zu einem Aufschwung von Helium 3, der den Niedergang von Ramas einleitete. Sexialus erste automatisierte Helium-3-Anlage im Jahre 41 nahe der Tycho-Kraters errichtet wurde, sinkt der Marktanteil von Biotreibstoff in der industriellen Energieerzeugung mit jedem Jahr mehr. Es ist vielleicht überflüssig, das zu betonen, sagte Sun 2042, aber der Mond ist die Zukunft. Wenn Symbio das nicht akzeptiert, sind ihre goldenen Tage. Okay, haben wir doch noch mal einen Datenpunkt gefunden. Welch Zufall. Hätte ich jetzt nicht erwartet, hier so einfach einen zu finden. Aber das Ding ist erledigt. Eigentlich. Also da war jetzt nichts mehr drin. Gut, das ist ja nicht schlimm. Ganz im Gegenteil. Abgeschlossen. Hier haben wir noch was. Da können wir hingehen. Sind wir eigentlich diesen Weg hier irgendwann mal lang gegangen? Ich möchte wissen, was da ist. Dann machen wir das als erstes. Komm, wir haben ja ein Fliegevieh. Auf geht's. Jetzt sind wir ja frei. Ich finde das schön. Ich finde das eine ziemlich coole Lösung, was das Erkunden des Endgames oder des, ich sag mal, nach Story angeht, machen zu können. Besser erkunden zu können, so. Gutes Deutsch ist halb gesiegt. Ach, hier wäre eine Landeplattform gewesen, hier oben. Aber Arend ist hier nirgendwo zu finden gewesen, ne? Also hier war Arend nicht. Merkwürdig. Ich hätte ihn jetzt echt ein Fahrlicht oder Kettenkratz erwartet. Merkwürdig. Vielleicht sind die auch in den Osten zurückgekehrt. Kann ja auch sein. Obwohl, warum sollte... Nee. Hä, Moment. Wir haben noch im Mann, wo war denn der im Abspann? Oh Mist. Ich habe den Abspann gerade nicht mehr... Warum drehst du nur nach links ab?
Hier ist eine Alpha-Wand. Ernsthaft jetzt? Ich glaube, hier geht's nicht weiter. Hä? Was ist das denn? Also hier ist eine Alpha-Wand, aber da oben ist eine Ruine. Seht ihr das? Hä? Was haben wir denn da gefunden? Kommen wir da irgendwie näher ran? Ich will da drauf schauen. Kann sein, dass das vielleicht was mit dem DLC zu tun hat oder so. Kommen wir höher? Über die Wolken? Kommen wir irgendwie höher? Ja, höher kommen wir. Aber nicht näher. Hier ist tatsächlich eine Alpha-Wand. Oder das ist etwas, das vielleicht aus dem Spiel genommen wurde, aber hier darf man echt nicht hin. Das halte ich nicht durch. Ich sollte tiefer fliegen. Tiefer? Finde ich jetzt nicht so gut. Das. Okay, das sieht echt wie eine Arena aus oder so, ne? Es sind also bekletterbare Elemente, aber oh, und sehr, sehr, sehr roughe Texturen. Aber okay. Voll cool. Ja gut. Haben wir vielleicht ein Secret oder so gefunden? I don't know. Aber hier führt sogar eine Straße lang. Es kann natürlich sein, dass es was mit dem DLC zu tun hat. So was Ähnliches gab es bei Zero Dawn auch, wenn ich mich recht erinnere. So was Ähnliches hatten wir in Zero Dawn auch, dass man Wege hatte, wo man nicht hin konnte, aber im DLC dann. Ach, wie schön. Das kann man echt genießen. Oh, guck mal. Der Dings hier, das Utaro-Land ist total grün. Nichts mehr rot. Schön. Da gehen wir gleich hin. Aber wo ist nochmal Ehrend hingegangen, Mann? Ich habe das im Abspann echt verpeilt. Oh. Ein neuer Datenpunkt. Das Schlimmste an der Endzeit ist das Warten. Wir haben uns vor 3 Wochen verschanzt und warten auf das letzte Gefecht. Ich kann nicht schlafen und der Holonet-Zugang, beziehungsweise das, was davon noch übrig ist, ist beschissen. Es reicht wohl zu sagen, dass mein drittstärkstes Gefühl nach Angst und Entsetzen tödliche Langeweile ist. Wir haben hier eine Raketenbatterie im ehemaligen Hinterhof von irgendwem aufgebaut. Und in einer Pause gab es Kaffee im Keller. Und als ich irgendwann auf den Boden guckte, sehe ich, dass ich auf einer alten schwarzen Matte stehe. Und mir geht auf, dass das ein altes Force-Pad aus den 30ern ist. Alle in meiner Einheit machen sich über mein Alter lustig, aber als ich ihnen gezeigt habe, wie man das Ding benutzt, waren sie dankbar für meine Altersweisheit.
Wir haben es an einen Generator angeschlossen und Force Launch, Force Volley und Force Blast gespielt. Die ganzen Spiele, in denen mein Bruder mich geschlagen hat, als ich ungefähr 7 war. Aber dieses Mal habe ich die Jüngeren geschlagen. Alvarez Blick, als ich eine Holobombe auf seinen 23-jährigen Schädel geworfen habe, war unbezahlbar. Wer ist jetzt alt, Kleiner? Eine Stunde lang waren Todesangst, Beklemmung und Langeweile vergessen. Es tat gut, noch einmal jung zu sein und nicht nur ein alter Soldat, der auf den Tod wartet. Na. Na. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Aber schön, dass wir das nochmal gefunden haben. Schön, dass wir das nochmal gefunden haben. Also, eine Sache muss ich ja mal ganz kurz sagen. Achso, hier wollten wir noch hin, ne? Genau. Eine Sache muss ich mal... Also, aber vorher... gehen wir erst rein. Eine Sache muss ich nochmal kurz sagen. Und zwar, manche hier sind grün, manche nicht. Ist grün jetzt abgeschlossen? In der Regel ja. Also gehe ich jetzt davon aus, dass ich da noch gleich hin muss. Obwohl das ja storytechnisch schon... Oder? Ich weiß es nicht. Wir werden sehen. Ich möchte ja alles mitnehmen. Und wenn die Epilogfolgen halt etwas länger werden, naja, mein Gott. Ich denke mal, wir werden noch ein, zwei Mal Horizon am Freitag spielen. Okay. Machen wir es mal auf die Schnelle, dann brauchen wir jetzt nicht dahin fliegen. Ach Quatsch. Hä? Schluss. Ach, ich bin vorhin in die falsche Richtung gelaufen. Ach so, ich bin da rein und da raus, aber normalerweise geht man da rein und da raus. Stimmt. Gut, das Ding haben wir abgeschlossen. Okay. Ja, das, dann gibt's halt weiße anscheinend. Gut, dann brauchen wir da doch nicht hin. Können wir dorthin. Was? Kannst du bitte da durchfliegen? Danke. Was soll denn das? Ich weiß noch, wie wir versucht haben, darauf zu klettern, auf diese Arme. Der Horus. Des Horus. Steigen. Ja, mach ich ja gerade. Eine alte Truhe. Joa. Oh. Da haben wir schon. Sonst noch irgendwas hier? Ja, warum nicht? Komm. Wenn wir gerade eh hier sind. Kann halt sein, dass wir auch einige Sachen übersehen haben. Aber das ist ja nicht schlimm. Ganz im Gegenteil. So, wie spät ist denn das? 20 nach 12. Ich würde jetzt Folgendes sagen, dass wir noch... Okay, jetzt muss ich mich ein bisschen aufsplitten. Ich würde gerne noch nach Reinklang. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Also hier ist Zoe hin. Da ist niemand hin.
Ich frage mich, wo Erend hin ist. Ist er zu Glimmerwinkel? Hier ist wahrscheinlich, also hier ist, ich und Namen, ne? Hier die Dame, die junge Dame zum fernen Osten. Im Hain wird wahrscheinlich Kotallo sein. Oder vielleicht sogar in seinem Zuhause im Bollwerk. Beta ist bei uns in der Basis. Silence auch. Tilda ist hin. Ja, und jetzt ist noch die Frage, wo Erend ist. Hier, guck mal, die Frische ist auch nicht. Ist auch nicht grün. Oder als abgeschlossen markiert. Deswegen wundert mich das teilweise. Schattenspitze auch nicht. Also es gibt ein paar Sachen, die wir noch machen können. Versunkener Schlund. Guck mal, der ist abgeschlossen, aber nicht grün. Also es ist ein bisschen verwirrend. Ich weiß nicht, was das Grüne bedeutet. Gut, egal. Nichtsdestotrotz würde ich... Wir nehmen das mit, dann gehen wir zu Reinklang und dann machen wir aus heute. Ist ja auch schon spät und ich bin schon viele Stunden am Aufnehmen. Sonnenflügel, wo bist du da? Hallo, nach oben, nach oben, nach oben, nach oben. Bitte bewegen. Aha, jetzt. Irgendwo hat er festgebackt. Ah, jo, als ich noch gerätselt habe, wie man an das Ding rankommt, ey. Ab nach unten. Oh, bis ich dann irgendwann aufgegeben habe. Au. Bitte was? Warum bin ich hier oben? Warum bin ich hier? Warum gibt es hier einen Weg hin? Da, deswegen. Ah, okay, ich hab's gesehen. Tricky. Wie perfide. Perfide, dort was zu verstecken. Gut, aber damit haben wir es auch. Das Licht hier ist ein bisschen sehr wild. Ich glaube, das ist nicht ganz richtig. Also ist die Kiste. Gut. Dann können wir weiter. Huch, hallo. Wo ist er denn? Da. Yo. Da nach unten müssen wir noch, aber das möchte ich ehrlich gesagt nicht jetzt machen. Abgeschlossen. Nee. Ich möchte tatsächlich langsam einen Feierabend machen. Wir haben schon echt viel erlebt und gemacht. Und ich möchte Reinklang von oben noch sehen. Nachdem wir es ja gesäubert haben vom ranzigen Dreck. Und diesem roten Zeug, das uns tatsächlich gar nicht mehr unter die Augen gekommen ist.
Ah, guck mal, da können wir so ein Maschinendings hier, so ein EMP uns schnappen. Einfach mal gucken, ob hier oben was versteckt ist. Einfach weil halt. Weil ich mir das echt vorstellen kann bei den Entwicklern, dass die hier irgendwelchen krassen Scheiß verstecken. Oh, sieht das schön aus. Alles schön grün. Nix rot. Oh, alle Felder wieder bestellbar. Sehr cool. Freue ich mich ein bisschen. Wo kann ich landen? Da. Reinklang. Ein guter Landeplatz. Okay, hier ist schon ein Ausrufezeichen. Wo ist sie hin? Ah, er ist das. Die mögen anscheinend seine Musik. Aloy, willst du auch Corys Musik genießen? Er scheint ja gut anzukommen. Die Utaro bekommen gar nicht genug von ihm. Sogar der Chor ist beeindruckt. Und Cory wirkt glücklich. Freut mich zu hören. Dann werde ich jetzt mal gehen. Mögen die Zehen dich schützen. Na, wie schön. Freut mich. Freut mich sehr. Die meisten Tenakt sind schon mit der Kriegstrommel überfordert. Wenn Sokora zurückkommt, wird der kleine Bruder der berühmteste Musiker in Rheinklang sein. Verdienterweise. Das alles dank dir, Aloy. Na, ich hab doch nichts getan. Die meisten Tenakt sind schon mit der Kriegstrommel überfordert. Wiederhol dich doch bitte 200 Mal. Nee. Ich suche eigentlich. Oh Gott, ich weiß nicht wohin. Das sind die beiden. Ich suche eigentlich so. Das habe ich ja immer gehasst hier, ne? Dieses Wirrwarr hier. Oh, wir könnten. Nee, können wir nicht kaufen, weil haben wir schon wahrscheinlich. Denk an mich, wenn du Zubehör für die Jagd brauchst. Nee, du. Lass mal. Vorratslager. Ach, ist mir relativ egal jetzt tatsächlich. Ja, der Loot ist mir gerade egal. Aloy, da ist sie! Was verschafft uns diese Freude? Na du! Ich bin wegen dir hier. Aloy, schön dich zu sehen. Rheinklang sieht so verändert aus. Die Felder gedeihen und mein Volk auch. Schön zu hören. Und wie läuft es mit dem Chor? Langsam. Den Chor zu überzeugen, irgendetwas gegen Nemesis zu unternehmen, wird nicht einfach. Die Utaru wissen, was du für sie getan hast. Mit etwas Zeit bringe ich sie schon dazu, uns zu unterstützen. Ob es dem Chor gefällt oder nicht. Du findest einen Weg. Kommt pünktlich zur Schießübung, Kinder. Wo einst Plage und Sorge herrschte, ist jetzt Überfluss. Bald werden wir eine neue Ernte feiern können. Vorbei ist die Zeit, als wir auf den Tod warteten. Jetzt ist die Zeit, uns zu sammeln und zu kämpfen. Wo einst Plage und Sorge herrschte, so sieht's aus, so. So sieht's aus. Wenn du Rüstung oder Näharbeit brauchst, sie ist die Gefährtin von Rabesängerin Zoe. Quatsch mir mal nicht voll, Junge. Zeig dir gleich, wie sehr du mich vertrauen kannst. Und zwar mit dem Speer. Möge das Land gut zu dir sein. Der Chor wird erfahren, dass du geholfen hast, Aloy. Hm.
Ich hab dich gehört. Beim Üben der Lieder. Ich glaube, wir haben alles. Lass uns zusammen essen. Ich habe Rüstung und Kleidung. Das Kaelas Samentasche enthält. Na. Oh, erstmal drauftreten. Entschuldigung. Junge, sorry. Ja, ich glaube. Ach, das war es gar nicht, oder? Doch, das war der Korb. Keiner gesehen. Hat keiner hingeguckt. Ja, also im Grunde. Voll schön, wenn wir gleich durch die Felder stratzen. Warum nicht? Aber eigentlich würde ich. Machen wir jetzt doch noch was? Abgeschlossen. Trommelwurz. Steht nicht abgeschlossen, aber hier auch nicht. Schlusslichtschatten. Ist so verwirrend einfach, dass da mal abgeschlossen steht und mal nicht. Aber wir haben noch ein bisschen was. Guck hier, da ist wieder. Ist jetzt grün, aber steht nicht abgeschlossen. Es ist. I don't get it. Ja. Gut, aber so viel wird es jetzt auch nicht mehr sein. Vielleicht können wir hier nochmal hochfliegen und uns hier nochmal ein bisschen umschauen. Aber. Ah, guck mal, unbekanntes Sonnenflügelareal. Ich würde gerne alles aufdecken, einfach aufs Prinzip. Gesundheit! Ja, danke. Ich suche gerade eine gute Position, wo mir keiner. Wo mich keiner die ganze Zeit voll quatscht. Trotzt du wie immer der Wildnis, Aloy? So viel dazu. Wo mich keiner voll quatscht und wir eine schöne Aussicht haben. Da, guck mal, das ist doch eine schöne Aussicht. Okay. Das war's für die heutige Epilog-Session. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, im Epilog mal wieder auf ein paar alte Bekannte zu treffen und mit denen zu quatschen, zu erfahren, wie es denen aktuell so geht. Voll schön. Vielen Dank fürs Mitmachen, vielen Dank fürs Dabeisein. Ich freue mich auf die nächste Epilog-Folge. Tschüss mit euch, schau mal, Ciao, Kakao. Bis Danny. Huhu.